Man kann nur ganz wenig Sachen übernehmen. Hauptsache, man beschäftigt sich mal ein bisschen mit diesen, wenn man keine Zeit hat, dass man mal irgendwie anfängt, dass man ins Denken kommt. Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute geht es um das Thema Zeitmanagement. Am Ende vom Podcast werde ich dich noch kurz informieren über das Kuhverstand Zeitmanagement Training. Vielleicht kennst du die Situation, du läufst über deinen Hof, bist bei deiner Routinearbeit und dir fällt noch ein, Mensch, ich müsste mal den Futterwagen abschmieren. Und sind die Messer eigentlich noch scharf? Machst du weiter mit deiner Arbeit, mit dem Melken zum Beispiel, und etwas später stellst schon die Melkeschere in die Spülaufnahme, fällt dir ein, ja, was ist eigentlich mit dem Sachkundenachweis? Pflanzenschutz, der steht doch auch wieder an. Den müsste ich mich auch mal dran kümmern. Wann ist das eigentlich wieder dran? Und dann ein Blick durch den Stall, bevor du reingehst zum Frühstück, siehst deine Liegeboxen und denkst, ha, meine Kühe liegen zu wenig. Ich muss da auch mal was machen. Ja, nun bist du auf dem Weg nach drinnen und dann fällt dir noch ein, Mensch, gestern hast du doch auch noch an irgendwas gedacht, was du machen wolltest. Aber was war denn das? So, und so hast du den ganzen Tag über immer mal so verteilt, so Dinge im Kopf, die noch irgendwie erledigt werden müssen, wo noch sich drum gekümmert werden muss. Aber die schweren halt im Kopf herum. Und dafür gibt es einen Begriff. Das sind lose Enden im Kopf. Das ist kein Begriff, den ich mir selber ausgedacht habe. Das ist von David Allen. Der ist im Bereich Selbstmanagement, Zeitmanagement schon seit Jahrzehnten unterwegs und hat auch ein Buch geschrieben, wie ich die Dinge geregelt kriege. Er ist, ich glaube, Engländer oder Amerikaner und das heißt eigentlich Getting Things Done, das Buch, aber es gibt es auch als auf Deutsch, ist aber mehr für so Bürosachen umgemünzt, wobei man die Prinzipien auch auf die Landwirtschaft anwenden kann, die da drin sind. Und bei mir war das so, dass ich beim Hof immer wieder dieses hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich renne hinterher den Sachen. Und dann habe ich ja den Hof zurückgebaut, habe den Kuhverstand aufgebaut, das mit dem Podcast und dem Club der alten Kühe. Da hatte ich ja erstmal mehr Zeit, weil ich den Hof ja zurückgefahren habe. Aber nachher hatte ich es wieder, dass ich den Dingen gefühlt hinterher renne. Und da musste ich ja mal ran, ne? Und ich habe so einige Erkenntnisse gehabt über die Jahre, aber es hatte sich so nie richtig zusammengefügt und das hat sich jetzt endlich getan im Laufe der Zeit. Und zwar sind diese Erkenntnisse wie Puzzleteile, ne? Ein Puzzleteil ist, jede Entscheidung braucht eine begrenzte Entscheidungsenergie. Das ist wie bei einem Silo, der sich tagsüber leert und jeden Morgen neu aufgefüllt wird. Einige Wissenschaftler bezeichnen das auch als Entscheidungsmuskel oder Entscheidungssee, aus dem dann Wasser gelassen wird. Also auch die Entscheidung, keine Entscheidung zu einer Sache zu treffen, braucht wertvolle Entscheidungsenergie. Jeder kennt ja von euch das Sprichwort, die Luft ist raus. Das ist ja typisch, wenn die Entscheidungsenergie weg ist. Das war so ein Puzzleteil einer Erkenntnis, die ich hatte. Dann habe ich Fortbildung gemacht zur Büroorganisation mit Ablagesystemen und so und habe gemerkt, ja, Ordnungssysteme, die bei anderen funktionieren, klappen bei mir nicht. Scheint jedenfalls irgendwie so zu sein. War nichts Wahres und nichts Ganzes. Dann hatte ich auch ein weiteres Puzzleteil. Dinge, die ich nicht finde oder lange suchen muss, sind eigentlich wie Dinge, die ich nicht habe. Ne? Ja. Und dass diese Sachen haben sich nach und nach zusammengefügt, auch dank diesem Buch von David Allen. Und da bin ich dann zusammen mit anderen Clubmitgliedern mal weitergegangen. Da haben wir dann so eine Gruppe gebildet im Club, die sich mit Selbstorganisation beschäftigt und sind da weitergegangen. Und
haben da einige Fortschritte gemacht. Da haben sich so Puzzleteile zusammengefügt. Das Faszinierende bei dem System von David Allen ist, wenn man das macht, dann hat man weniger diese losen Enden im Kopf. Der Kopf, der bleibt dann dauerhaft frei. Termine werden nicht mehr vergessen. Und die Dinge können sich auf natürliche Weise einfügen. Es ist ja auch kein starres System. Alles bekommt zwar seinen Platz, aber das System ist individuell anpassbar. Und man hat beruflich und privat in einem System, was ja auch gut zur Landwirtschaft und zum Familienbetrieb passt, wo ja auch schon im Wort Familie und Betrieb in einem drin ist. Jürgen aus dem Club, der hat sich auch damit befasst. Und ja, ich dachte, Mensch, es kommt so oft auf mich zu, dass die Zeit so knapp ist auf dem Hof. Na, also ich spreche ja viel mit den Landwirten und das ist immer wieder Thema, aha, das ist alles so knapp mit der Zeit. Ne? So, ich schaffe das alles nicht, was ich mir vornehme. Dadurch, dass ich selber Fortschritte gemacht habe und noch immer das an mich herangetragen wurde, habe ich jetzt gesagt, so, jetzt muss man was auf die Beine stellen und nun gibt's das Zeitmanagement-Training. Mehr Infos dazu findest du auf kuverstand.de/training-zeitmanagement. Und dann, ja, dann habe ich dieses Training entwickelt, ist auch schon mal durchgelaufen. Also haben wir schon mal mit 6 Teilnehmern durchgezogen und es wird auch wieder erneut angeboten. Also da informiere dich gerne. Und da hatte ich dann gedacht, auch Mensch, da holst du doch mal Jürgen ins Video. Da habe ich nämlich ein Video gemacht für die Teilnehmer vom Zeitmanagement-Training. Und auch dieses Video wirst du natürlich in voller Länge sehen, wenn du in dieses Training kommst. Es ist so gut geworden und habe so gute Rückmeldungen bekommen, ja, auf dieses Video mit Jürgen, dass ich es dir auch nicht vorenthalten möchte und einige Ausschnitte davon dir jetzt mal zeige. Hallo Jürgen. Hallo. Ja, erstmal eine Frage. GTD habe ich ja mal so im Club mit reingebracht. Was ist das eigentlich? GTD ist vom Allen so eine Lebensphilosophie, möchte ich fast sagen, wie man sein Leben, auch die Arbeit oder auch sein Leben besser organisiert kriegt, dass man mehr schafft. So würde ich es zusammenfassen. Okay, ja, genau. Getting things done ist ja die Übersetzung. Ja, genau. So wie ich es mitbekommen habe, hast du dich da ja auch ein bisschen mit befasst. Warum hast du das gemacht? Also ich kannte das System überhaupt nicht. Ich habe das zuvor noch nie gehört. Das hast du in mein Leben gebracht, möchte ich fast sagen. Ich habe dann das Buch gelesen und habe versucht, meine Sachen besser zu organisieren, um mehr Freiraum zu schaffen, mehr Freizeit zu schaffen für die Familie, für die Erholung. So war die erste Strategie. Also ich habe dann in der Mastermind-Gruppe dann einmal Urlaub gebucht, dass ich auch wirklich vom Betrieb gezwungen bin, dass ich da vom Betrieb weggehe, weil vorher hatte ich Jahre überhaupt keinen Urlaub gemacht. Mal einen Tag. Tagesausflüge schon mehr, aber richtig mal Urlaub, mal 4 Tage raus aus der Tretmühle, das hatte ich vorher gar nicht gemacht. Genau, wir haben so im Club manchmal so Mastermind-Gruppen, wo wir uns in festeren Gruppen regelmäßig treffen, in kleineren Gruppen, da wo man sich besser kennenlernt und da genau, da ging das dann auch um das Thema. Ja, cool. Und was hast du denn nun geändert bei dir? Also was hast du verändert? Ja, die dahinter steht ja, dass man praktisch die Arbeit sortiert und dann entscheidet, was man mitmacht mit der Arbeit. Ob man sie verschiebt, ob man sie gleich erledigt, dass man deswegen so katalogisiert. Ich zum Beispiel habe ich ein Fach irgendwann mal, ne? Da kommen dann Sachen rein, da wo ich mal vielleicht mal später das mal mich mit befassen will, aber das ist dann abgelegt, dass es man mal wieder findet, sonst finde ich es ja nicht mehr. Ich bin ein Mensch, der sich unheimlich verzettelt, der 15 Arbeiten anfängt und keine fertig bringt, und mir hat es GDD geholfen, dass ich 3-4 Arbeiten am Tag zum Beispiel, dass ich die schaffe und dass die dann weg sind, dass die erledigt sind und dass ich mich dann erst weiter konzentrieren auf andere Arbeiten
kann. Das hat mir sehr geholfen, dass man die drei Arbeiten, wo ich wirklich erledigen will heute, dass ich die schaffe, dass die auch heute erledigt sind und dass mir nichts dazwischen kommt. Aber wie machst du das denn? Es kommt doch immer, also irgendwie, dann es kommt doch immer von außen noch was da rein, dass jemand ankommt und sagt, so Jürgen, jetzt brauche ich aber nochmal deine Zeit. Also ja, das geht dann nicht. Ich bin dann im Tunnel. Da kann, wenn nicht gerade eine Kuh abhaut und im Dorf rumläuft, dann wird dabei geblieben, dann wird das erledigt. Meine Familie, die weiß das, die akzeptiert es. Und manchmal taucht dann ein Problem auf und dann sage ich, ich habe jetzt keine Zeit, das Problem, mich mit dem Problem zu schaffen, das Problem zu lösen. Ich muss mich später um das Problem kümmern. Klassiker, die Wasserleitung im Kuhstall spritzt an die Decke und dann gibt's ein gutes Klebeband, das wickelt man dann rum und zwei Schlauchbinder und dann ist das erstmal gestoppt und dann gehe ich wieder zurück zu der Sache, wo ich machen will. Wenn ich zum Beispiel meine Lichenmulden mit Stroh einstreue, das ist immer Mittwochvormittags, da weiß schon jeder, wo auf den Hof kommt, ich bin nicht verfügbar. Ja, selbst die guten Vertreter, wo da kommen, die wissen ganz genau, Mittwoch früh brauche ich da nicht hinfahren, weil der schickt mich einfach wieder weg, zum Beispiel. Okay, ja cool, das ist gut. Wenn jetzt jemand damit anfangen möchte, mit dem GTD und sich damit befassen möchte, um da mal reinzukommen, hast du da einen Tipp für alle, die anfangen möchten damit? Also die, wo anfangen möchten, möchte ich sagen, das ist wahnsinnig komplex und der schlägt da ein Ablagesystem vor und wie man das alles anlegt und wie man das alles, man kann so viel machen, wie man möchte. Ja? Also man muss nicht alles eins zu eins umsetzen, sondern man muss, das ist der Denkanstoß, dass man, wenn man sich organisiert, dass man die Aufgaben, weil man sich besser darauf konzentrieren kann, schneller erledigt, dass man sich schneller schafft, weil es gibt ja dieses Beispiel, pro Störung braucht man wieder so und so viel Zeit, bis man sich wieder ins Thema hineinversetzt. Mhm. Und wenn man einfach bei der Sache dabei bleiben kann, sagt GDD, ist man effektiver und auch schneller. Und das kann ich bestätigen. Und das Buch ist wahnsinnig komplex und jeder kann umsetzen, was für ihn passt. Also ich habe jetzt nicht so viel umgesetzt. mein Ablagesystem ist bei weitem nicht so komplex, wie da vorgeschlagen. Aber es sind nur Vorschläge und man kann sich dadurch rantrauen und kann nur eine Sache für sich übernehmen. Ich war der Haufentyp. Alles auf dem Schreibtisch, auf so einen Haufen und dann suchst du halt. Und es nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch. Und das ist, ich will damit nur mal sagen, zurück zur Frage, dass man sich nicht erschrecken soll, wie umfangreich das ist. Man kann nur ganz wenig Sachen übernehmen. Hauptsache, man beschäftigt sich mal ein bisschen mit diesen, wenn man keine Zeit hat, dass man mal irgendwie anfängt, dass man ins Denken kommt. Ja, und dass man anfängt, erste Schritte zu gehen, dass man da besser organisiert ist und auch mal zu verstehen, was ist denn mein Problem? Sind es die ganzen losen Enden im Kopf? Sind es, dass ich nicht Nein sage, wenn was von außen kommt? Wo kann ich es mir vielleicht leichter machen? Ne? So, genau. Und ich habe das bei mir auch selber festgestellt, das ist halt auch ein Prozess. Also wenn man damit erstmal angefangen hat und gemerkt hat, oh, ich kann was verändern, da bewegt sich was, dann motiviert es auch nochmal weitere Schritte zu gehen. Aber ich finde, gerade am Anfang ist das halt echt schwer, weil man das erstmal verstehen muss, weil man diesen Nutzen erstmal erleben muss. Und es kann auch sein, dass man was anfängt und es klappt überhaupt nicht. Und man muss dann halt das Nächste ausprobieren. Man muss halt mal verstehen, dass man, wenn man überhaupt keine Zeit hat, dass man sich mal Zeit nimmt, dass man den Denkanstoß überhaupt kriegt. Wenn man da in dieser Mühle drin ist, als Milchviehhalter hat man ja immer was zu tun. Das geht ja nicht so. Also ich kenne keinen, der muss sagen, ach Gott, ich habe stundenlang Zeit jeden Tag. Das ist ja immer was zu tun. Aber es geht halt darum,
dass einem mal bewusst wird, dass man vielleicht was ändern auch muss. Wenn man sagt, ich komme überhaupt nicht mehr zurecht, ich bin von der Zeit her total, ich habe das Gefühl, ich war ja nie fertig, ich schaffe das nicht mehr. Und dann muss man halt umdenken. Ich möchte noch sagen, das mit den losen Enden im Kopf, also dass man unendlich viel lose Enden im Kopf hat, wenn man das ein bisschen bereinigt, also dafür sorgt, dass nicht so viele Enden im Kopf rumschwirren und dass man viel, was man schafft, erledigt ist, dass man das viel geholfen hat, so ein bisschen rauszukommen von dem Trott. Ja, ganz konkrete Frage, wie machst du das mit den losen Enden? Also wie fängst du die ein? Ich nehme so eine Dokumentation, so eine App, wo ich Sprachnachrichten aufnehmen kann. Und dann, wenn mir was einfällt, spreche ich es da drauf. Wenn ich was erledigen muss, spreche ich es da drauf. Und dann ist es aus dem Kopf. Dann brauche ich nicht die ganze Zeit, ach, das darf ich nicht vergessen, das darf ich nicht vergessen. Heute Abend darf ich das vergessen und übermorgen ist das darf ich nicht vergessen. Dann spreche ich das immer da neu. Handy ist ja immer dabei, da braucht man nicht mal tippen. Aber man muss sich dann das wieder anhören. Weil es nützt nichts, wenn ich es aufs Handy spreche und dann nicht mehr anhöre. Und dann hat sich bewährt, dass man da keine Romane drauf spricht, weil es muss man alles wieder anhören, sondern dass man 3 Stichpunkte, Spülmittel bestellen bis Freitag, fertig. Und das hilft viel, dass der Kopf frei ist von diesen ganzen losen Enden, dass ich nicht immer denken muss, dass ich nicht vergessen, das darf ich nicht vergessen, sondern dass das in dem Telefon bei mir drinsteckt. Ja, und wie oft hörst du dir das an? Hast du da einen Rhythmus? Oder? Jeden Früh. Okay. Ich stehe auf, mache meine Morgentoilette und dann höre ich mir die Notizen an. Also spätestens alle 2 Tage. Okay. Und ich habe, also, wie es mitbekommen hat, überlegst du dir auch morgens direkt, welche 3 Sachen du schaffen möchtest? Ja. Die schreibe ich auch dann auf. Okay. Das muss ich heute schaffen. Heute muss ich 6 Kühe trocken stellen, die Kälber ausmisten und weiß ich nicht, fällt mir jetzt natürlich wieder nichts ein. Ja, aber gut, dann ist ja interessant, dass du das einfach für dich aufschreibst. So, nun wieder zurück. Erstmal Dank an Jürgen, dass ich das hier auch im Podcast zur Verfügung stellen durfte an die Hörer. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, dass vieles möglich ist, dass es sich lohnt, am eigenen Zeitmanagement zu arbeiten. Und meine Erfahrung ist, in Gruppen geht das am besten. Und deswegen ist dieser Zeitmanagement-Training auch in einer Gruppe angelegt. Wir werden zusammen erste Schritte gehen. Und ja, da kannst du dich schon mal drauf freuen. Was beinhaltet nun das Zeitmanagement-Training? Du bekommst bewährte Vorgehensweisen und wir machen auch in jedem Training Übungen für deine Selbstorganisation. Es sind 3 Trainingseinheiten über 90 Minuten über Zoom. Du kriegst eine motivierende Begleitung von mir über ein Community-Forum. Du lernst 5 Wege, auf freundliche Art und Weise Nein zu sagen. Es gibt viel Austausch unter den Teilnehmern. Wir werden über Gewohnheiten sprechen und was mir auch wichtig ist, du wirst die ersten Schritte gehen, aber ich werde dir nicht eine vorgefertigte Lösung überstülpen, die zu dir gar nicht passt. Ne? Das ist wichtig, dass du deinen eigenen Weg findest, dann wird es auch besser klappen. Würde mich freuen, wenn ich dich in deinem Zeitmanagement unterstützen darf. Es ist eine wichtige Grundlage der persönlichen Entwicklung, um zu älteren Kühen zu kommen. Also check das gerne unter kuhverstand.de/training-zeitmanagement. Den Link packe ich dir auch gerne in die Shownotes. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben. Dein Christian Völkl. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.